Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NBA 2K18. Und in dieser Folge werden wir zweistellig. Ja, das ist schon die 10. Folge. Die Zeit geht relativ schnell rum. Und wenn das Spiel euch gefällt, dann schaut in die Videobeschreibung. Da habe ich einen Link für euch reingepackt, wo ihr das Spiel besonders günstig kaufen könnt und uns damit auch noch unterstützt. Und jetzt will ich nicht mehr viel labern. Ich wünsche euch viel Spaß bei Teil 10 unserer Karriere. So, und als allererstes schauen wir mal aufs Handy. Das hat ja zum Abschluss der letzten Folge so vibriert. Da ist eine Nachricht gekommen. Oh, von Brian. Hat er wieder irgendeinen Vertrag mit einer Fahrschule für uns, hä? Oh, noch ein lokales Angebot. Da schauen wir doch gleich mal vorbei, was es diesmal ist. Vielleicht die Müllabfuhr oder so. Aha. Also diesmal gleich in den NBA Store. Da war ich ja auch noch nicht. Da kann ich ja vielleicht ein bisschen Merchandise kaufen. Das ist ja cool. Gibt's sonst noch was? Alles klar. Dann wollen wir doch mal da gucken. Im NBA Store, wen er da jetzt für uns vermittelt hat. Also, Fahrschule war jetzt ja nicht so nach meinem Geschmack. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja da. Aber jetzt muss es erstmal laden. Aber da kann ich euch zumindest mal sagen, wenn euch NBA 2K18 gefällt, dann vergleicht es doch mal mit dem Vorgänger, mit NBA 2K17. Da haben wir euch die Playlist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Mal schauen, ob euch der Unterschied auffällt zwischen Full HD und 4K, weil das ist so ein Streitthema, auch bei uns unter den Usern, aber auch unter Freunden, von wegen, ach, den Unterschied zwischen Full HD und 4K sieht man gar nicht. Und wenn ihr euch mal die Playlist von 2017 anschaut, also von NBA 2K 2017, und die Playlist jetzt von hier, von NBA 2K18, dann werdet ihr sicherlich einen Unterschied feststellen. Müsst aber mal selbst schauen. Oh Mann, ey. Man merkt, immer mehr Leute kommen ins Spiel. Hier ist eine Menge los. Seht ihr, ne? Also. Das ist übrigens die größte Neuerung in NBA 2K18, die es noch nicht gemerkt haben. Diese, ja, Welt, wo man auch mit allem spielt. Oh, guck mal! Da! Ob das die anderen auch so sehen mit mir drauf? Aber die werden es wahrscheinlich mit sich drauf sehen, ne? Warum habe ich eigentlich keine Musik? Warte, das muss einmal hier. Kopfhörer? Ne, das ist nicht. Da sind die Kopfhörer. Sehr gut. Bisschen Musik. Yeah, yeah. Moment mal, ich bin doch schon am NBA Store vorbeigerannt jetzt. Ach nee, hier ist er, bin ich genau richtig. So. Mehr Musik gibt's nicht, weil jetzt gehen wir in den Store. Da. Ich bin ja hier für den Werbeangebot, also. Hey, what up, DJ? What's up, man? How you doing? What's good, man? It's nice to meet you. Yo, DJ, What's can up, I get a bro? Oh, pic? yeah, we can do a picture, no problem. Yeah, all good. All good. All right, cool, man. Can you do my voicemail? Oh yeah, I got your voicemail. Name's Xander. Your name's Xander? So cool. Hey, what's up? It's your boy DJ. Xander can't come to the phone right now, so leave a message after the tone. Peace. Sorry, one more photo. Oh yeah, I got you, man. No problem, no problem. Awesome, thanks, all right, DJ. I appreciate the support, guys. All right, later, DJ. I'll see you. Das war schon. Das war jetzt quasi wie so eine kleine Autogrammstunde, aber ich will noch mal rein in den Store, nämlich gucken, was man da so kaufen kann. Welcome in the NBA Store. Thanks, man. Was gibt's denn da so? Ja, bisher scheinbar nur Zubehör. Oh ja, das brauche ich ja. Was kosten? Alter, das kostet 1000! Nein, scheiße, egal. Ich habe ja ein bisschen Geld. Die nehmen auch einem aufs letzte. Okay, thanks for stopping in. See you next time. Sie nehmen einem hier aufs letzte Hemd, hey.
Naja gut. Haben wir eigentlich neue Aufträge bekommen? Das ist hier die bekommen, das ist die Frage. Schauen mal. Nee. Ich soll den Spieler auf 65 bringen. Jetzt ist da die Frage, wie geht das? Kann man das vielleicht auch hier zum Beispiel, sagen wir mal, in der Pro-Am Team Arena machen oder was? Oder wie? Guck mal rein, da waren wir nämlich auch noch nicht drin. Das wird heute wieder ein bisschen kürzere Folge. Also ich versuche immer so abwechselnd zu machen. Oh. Betrete Team Shoot Around. Schauen wir mal, was da geht. Also ich versuche mal abwechselnd zu machen. Ein Spiel und eine etwas kürzere Folge, wo wir uns so ein bisschen ja, umschauen in der kleinen Stadt hier. Gucken, was da Neues gibt. Das ist so der Plan. Aha, ein 2K Pro Aim Team zu besitzen und zu leiten ist keine leichte Aufgabe. Du bist verantwortlich dafür, einen Kader von bis zu 9 Spielern zu verwalten. Du gestaltest das Logo, die Trikots und die Arena für dein Team selbst. Schafft ihr es in 2K Pro Am zu einem Elite-Team aufzusteigen? Naja, machen wir erstmal ein Team draus, oder? Das ist doch eine Idee. Nee, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ah, ich wollte nur. Oh, hier. Nur geht's zurück zum Spiel. Ah, hier. So heißt das Team einfach mal, ne? Stadtname. Frankfurt. Frankfurt quasi. Abkürzung. DZFM. Teamidentität, was kann man denn da? Achso, ne, das hatten wir ja schon. Die Teamfarben. Boah. Nee, die Primärfarbe würde ich mal sagen ist blau, die Sekundärfarbe ist weiß. Nee, blau. Ja, und wie komme ich jetzt zur Sekundärfarbe? Ach so, da kannst du quasi. Nee, blau, weiß. Und die Territärfarbe ist auch blau. Fertig, aus. So. Team Logo. Ah, da kannst du jetzt ein eigenes Bild hochballern, oder was? Ach, das ist ganz cool. Warte mal, wir nehmen. Die gefallen mir. Ja, dieses Bild. Ja, das hat Style. Das wütende Schwein. So, und jetzt? Habe ich mein eigenes Team gegründet oder was? Kontaktiere Server, kontaktiere Server. Oh, was passiert jetzt? Auf jeden Fall gab es ein Achievement. Es fehlen halt Spieler. Das heißt, hier werde ich nicht viel machen können momentan. Gehen wir hier erstmal raus. Läuft wahrscheinlich über Freunde. Also, wenn ihr mitspielen wollt, dann stellt mir noch eine Freundschaftsanfrage. Und dann könnt ihr vielleicht bei uns im Pro-Am-Team mitspielen. Würde mich mal reizen, dieser Spielmodus. Schreibt es einfach in die Kommentare, stellt mir eine Freundschaftsanfrage. Was auch immer, ihr könnt uns auch eine Nachricht auf YouTube mit eurem Steam-Namen schreiben, dann adden wir euch. Und dann schauen wir mal, vielleicht können wir da ja mal ein bisschen auch zusammen daddeln. Fände ich persönlich ganz cool eigentlich. Oh, Telefon. Gehen wir nochmal ran. Wer ist das? Wer will was? Schon wieder Brian.
Ja, was jetzt? Okay, alles klar. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Pro-Aim-Team. Gucken wir uns mal hier an, was man hier machen kann. Dank Off-Anleitung. Starte außerhalb der Dreierlinie und laufe auf den Korb zu, während du RT gedrückt hältst. Wenn du dich dem Korb näherst, bewege und halte R und drücke und halte X oder führe eine der Gesten unten aus, um einen Dank zu wählen. Alter, was da jetzt gibt. Wenn die Dankanzeige voll ist, lasse R oder X los, um den Dank abzuschließen. Das ist ganz schön kompliziert. Wir probieren das einfach mal. Ach du Scheiße, jetzt muss man ja sogar anstehen. Und warum läuft da einer bitte ohne... warum be bewegt sich da nur der Ball und sonst nichts? Da fehlt der Spieler, oder? So, bei dem da jetzt halt ist abgelaufen, jetzt ist der nächste dran. Adidab ist der Topscorer. Also es ist hier sehr viel Wert drauf gelegt, halt einfach auch, um was zusammen zu machen. So, jetzt ist Sammy dran und danach bin ich dran. Yeah. Das war nix. 30 Sekunden hat man immer. Oh, der war gut. Ich denke, das ist auch so zum Üben halt, um die ganze Steuerung zu verstehen. Und also ist das sicherlich nicht schlecht hier. Werden wir gleich mal ausprobieren. Oh. Es ist halt blöd, dass alle zugucken können. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auch total verkacken. Aber ihr könnt ja eh zugucken bei mir. So, und jetzt darf ich das Ganze mal ausprobieren. Zack. Ja, so wird's nix. Hä, wie geht denn das hier mit dem Danken? Das funktioniert nicht bei mir. Jetzt hat's funktioniert. Nee, das zählt aber nicht als Dank, die Scheiße. Was soll das denn? Also, versuchen wir nochmal. Ranrennen, hoch, runter, X. Das hätte gezählt. Okay. Ich verstehe. Aber 0 Punkte, das ist natürlich ein schlechter Start. Darf ich das vielleicht nochmal machen oder darf ich das nicht nochmal machen? Es gab zumindest mal. Komm, wir stellen uns das nochmal an, wir machen das nochmal. Es gab zumindest mal schon wieder ein Achievement. Das ist ganz nett. Jetzt sammle ich schon Achievements. So, mal gucken. Einmal versuche ich das noch. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Der Ball voll nach oben weitergeflogen. Total unlogisch. Du sollst den Ball nicht fallen lassen. Ich krieg's einfach nicht rein, die Mistbälle. Yeah! Ah, wie? Nix Punkte. Ah, das ist noch zu hoch für mich. Gucken wir uns mal die anderen Spiele an. Gibt's hier noch mehr? Da muss ich noch ein bisschen üben für, glaube ich. Das Danke ist nicht meine Stärke. Wo war denn noch was? Ich glaube, rechts und dann wieder links, ne? Was man hier machen kann. Ne, das ist irgendwie eine Sackgasse. Dann war das nächste Loch, nächste Eingang. Swags. Der Klamottenladen.
So, hier geht's rein. Oh, da sind auch schon einige am Arbeiten. Was muss man hier machen? Warte mal, ich muss mal verlassen. Ich muss erstmal die Anleitung anschauen. Ach so, einfach nur einlaufen und dann kriegt man dafür Punkte. I understand it. Da werde ich auch ein paar Punkte machen können, denke ich. Oder auch nicht. Ach so, die können es einmal zuwerfen. Geht doch. 3 Punkte habe ich gemacht. Das ist zu wenig. Das machen wir nochmal. Also, ich habe es ein bisschen verpeilt, dass man da. Was kriege ich für die 3 Punkte? Was ist überhaupt der Rekordpunktzahl? Das haben sie jetzt gar nicht angezeigt, gell? Alles machen wir nochmal. Und dann beenden wir die Folge auch schon wieder fast. Ja, immerhin 6 Punkte. Das ist schon mal besser als die 3 Punkte vorher. Aber da muss mehr gehen. Komm, einmal geht noch. So viel Zeit ist noch. Naja, 7 Punkte, wieder einen verbessert, aber das reicht für heute auch. Wir haben ein bisschen die Minispiele ausprobiert. Nächstes Mal gibt es dann auch wieder ein NBA-Spiel. Ganz fest versprochen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr es noch nicht abonniert habt. Nur wenn ihr uns abonniert, dann denkt dran, die kleine Glocke zu klicken, direkt neben dem Abonnieren-Button. Denn nur dann bekommt ihr alles mit, was bei uns im Kanal so passiert. Oh, Topscorer des Tages. 52 Punkte. Das ist natürlich schon Chapeau, Chapeau. Kann man nicht anders sagen. Gut, aber jetzt hat es mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte euch eigentlich noch sagen, wenn euch das Spiel gefällt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen Link, wo ihr das sehr, sehr günstig bekommt und uns damit auch noch unterstützt. Außerdem findet ihr auch noch die Playlist zu NBA 2K17 in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal so ein bisschen vergleichen. Letztes Jahr und dieses Jahr die Version, was hat sich getan. Und im Abspann könnt ihr jetzt auf die linke Seite des Bildschirms klicken für Tipps aus dem Kanal. Auf die rechte Seite des Bildschirms könnt ihr klicken, um nochmal die komplette Playlist zu NBA 2K18 zu schauen. Und in der Mitte, da könnt ihr uns abonnieren. Damit sage ich Tschüss und macht's gut. Bis morgen.